Und ein Antrepp hat. Komm mal zu. Wenn ich es finde, ist es mal alles. Gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. So. Da brauchen wir ein besseres System. Gehen wir eben da noch zwei. Und läuft schon. Dann kann es durch. Und dann haben wir schon folternde Greifer. Ja, es funktioniert. So, Eisen ist noch oben, der ist wieder leer. Sollte, der so über drei Blöcke wieder schwenkt. Das ist ja überhaupt nichts übertrieben. Ja, das geht noch. Wie gesagt, jetzt machen wir 10, der tut ja nur 3. Gar nicht gestreckt. Ja, wenn er gleichmäßig bleibt, ist er nicht so schlimm. Ja. Das hast du ja noch nicht geändert, dass die Animation schneller ist. Keine Ahnung, ich habe noch nicht weitergearbeitet. Ja. Ich wollte dich freilassen und... neue Lampen hingestellt. Keine Lampe. Ja, keine Ahnung, das sind irgendeine Modlampe. Von Yuki. Yuki. Braucht ein bisschen weniger. Was brauchst du? Meine Kokerie, meine Drogenplantage. Seine Drogenplantage? Ja. Wo ich mein ganzes Zeugs dann herstelle. Ja, aber das mit der Kohle lass mal. Vielleicht brauchen wir den anderen Scheiß trotzdem noch irgendwo. Mal schauen, was kann die Kokerie machen? Die Kokerie kann uns Charcoal herstellen. Kann aber aus dem Buddenpulver. Auch oder der Asche. Eben, warte mal lieber ab, was wir brauchen werden. Und Charcoal kann man auch aus normalen herstellen und Asche kann man auch aus normalen Holz herstellen. Okay. Keine Ahnung. Mal kurz da reinschauen, wo war denn das? Das war. War ein besonderer Zweig, war ein extra Zweig. Den Mod. War ja das mit dem Kohlestück. Genau. Kohlestück 2 kann dann Basic Coal Production. Dann können wir Coke-Kohl herstellen. Und damit können wir. Und im Endeffekt können wir. Erweiterte Kohleproduktion? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Mein Kohle haben wir jetzt nicht unbedingt Mangel. Was wir als nächster Mangel kriegen werden, meines Erachtens, wird Eisen werden. Eisenerz. Und das irgendwie raus? Was haben wir hier? Hier haben wir Leichtöl. Sulfate. Das wird eher das Problem werden. Fertilizer, das war ja auch eigentlich nur das Endprodukt. Öle und... was? Oh, wir müssen schauen, was wir als nächstes wieder forschen. Upgrade-Bilder, Lasergeschütze. Ja, also das ist ja... Wir was brauchen ist denn das? Ja, hast du ja gesagt, wir Kampo wollen in die Richtung, bauen. Also würde ich mal sagen, fortgeschrittener Bergbau, dass wir irgendwie uns Dinge freisprengen können. Mal schauen, wie das funktioniert. Was ist das? Logistikplätze 2 brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Abfall brauchen wir auch nicht unbedingt. Nee. Was ist das? Geschütztürmschaden brauchen wir nicht. Das Beton. Ja. Don eventuell, ja. Was ist denn das? Also, Akkulatoren 2. Forschungsgeschwindigkeit. Den kann man auch noch mal hinterherhauen und später. Was ist denn das? Uah. Fucker Mensch. Ja, was mit Rüstung und so gibt. Der lange Schnelle. Der Schnelle. Der ist schneller. Das ist halt das Problem, die sind nicht schneller. Du hast eine Beta-Version. Ich bin immer noch gerade im Kopf zu überlegen, wie ich am Endeffekt unsere Version migriert kriege. Was, hä? Ja, weil die Version existiert. Na gut, die Version könnte ich ja... Nee, kann ich ja nicht auch nicht. Naja, wird schon werden. Du wirst es schon machen. Obwohl, ich kann es tun. Weil letztendlich müsste das Ganze mit der Migration ja auch funktionieren.
heißt, der Mod müsste selber schauen, wenn eine Version über der Versionsnummer ist, dann nehme ich die Migration an. Keine Das Ahnung. ist ja momentan das, wo ich drüber nachdenke. Weil ich unsere Version des ganzen Mods ja mit migrieren muss. Ah. Auf die nächste. Ja. Ich muss die Versionsnummer ändern. Letztendlich muss ich aber schauen, dass das Zeugsen die User davor auch migriert werden. Weil da läuft wirklich eine Migration ab. Bei uns sind wirklich, weil sich keine großen Namen dann ändern. So, jetzt haben wir unseren Upgrade-Builder. Gut, wow. Bringt uns jetzt momentan auch noch nicht so viel, weil wir keine Fällerbinder haben, aber wir haben ihn. Links haben wir wieder alles zugedingst. Ganz geil. Aber jetzt kommt Bergbau, dann als nächstes. Dann ist alles gut. In 4 Minuten gehen die Sprengungen los. Wir müssen, danke mal, Eisensprengen gehen. Eisen? Mal schauen. Weil unsere Roboter sind immer noch beschäftigt. Die haben halt ein bisschen was zu tun. So, wollen wir vielleicht jetzt heute mal die blauen fertigstellen? Ja, wir haben also mal die filternden Dinge haben wir schon. Batterien haben wir auch. Erweiterte Schaltkreise müssten wir auch noch mal was bauen. Bauen wir da separat oder nehmen wir die alten? Was brauchen denn die überhaupt? Die brauchen ja die normalen Schaltkreise. Wir bräuchten halt eine ordentliche Schaltkreisproduktion. Ja, es gehört. Und danach, da wir noch nicht alles mit Logistikroboter machen können, ist es blöd. Das hast du jetzt gesagt, einfach mit Logistikroboter irgendwo hin, dort Schaltkreis, so wie ich hatte, einfach so eigene Stationen gebaut. Ja, wir können ja erstmal überhaupt anfangen. Stahlträger, können wir wo? Da links. Wo Stahl machen? Ja, da, hier ganz links. Gut. Haben wir schon. Ja, dann haben wir ja hier eh alles. Dann tun wir hier in der Mitte halt jetzt erstmal provisorisch. Ja, die. In Fracken. Genau, weil sonst haben wir alles. Die Filternden müssen wir Im halt hier. Rest, die Filternden müssen wir holen, die Batterien müssen wir irgendwie holen. Ja, die Batterien wird halt schwieriger. Die da hochzukriegen. Und wir könnten lange Untergrundförderbänder nehmen, dann könnten wir sie hochkriegen. Gibt's denn hin? Ich baue mal Untergrundförderbänder lange. Als nächster. Mal, wie kriegen wir das am besten rein? Ja, hier läuft ja alles. Bauen wir dann durch. Wie bauen wir das jetzt am besten? So, wir brauchen hier mal das. Das heißt, wir brauchen die roten, die sind eh klar, die kriegen wir runter. Bei den roten, warte mal, wenn du diese Belader baust und du da 2 Stück baust, kannst du die aneinander machen, dann nimmt er automatisch aus der Kiste raus. Sparen wir uns hier mal bei den Roten schon ein Problem. Oder nimmst du einen langen, filternden Greifarm. Oder halt Greifarm, geht auch. Wolltest du eigentlich wieder auf die andere Seite von dem Fließband jetzt? Keine Ahnung, ist egal. Ja. Ist ja eh wurscht. Machen wir es halt mit Beladern, sieht geil aus. Und tun wir das halt dann hochliefern und liefern das dann. Hauptsache die ganze Roboter halt alt, wie wir es multiplizieren. Wir können ja gar nicht 2 hintereinander klatschen. Wird ja dann zu lang. Ja, deswegen dachte ich mir ja, dass du den halt dann an Steve setzt zum Beispiel. Ja, letztendlich müssen wir es ja auch irgendwie machen, dass es modular mehr ist, drauf kriegen können. Ja, dann mach. Also mehr als eine. Weißt du schon, was ich meine? Ja. Yeah. Das nimmt eh die Seite. Dann müssen wir nur dem anderen verklickern, dass es die andere Seite nimmt. Machen wir das. So geht's auch. Genau. So,
Hätten wir das, so, dann können wir hier unsere Line so mit runterziehen. Und dann müssen wir jetzt nur noch das andere Fließband. Das kommt dann in die entgegengesetzte Richtung. So, dann brauchen wir jeweils einen länglicheren. Zwei. Ja, genau, zwei. Dann noch einstellen. Arschgesicht. Weg da. Also im normalen, Spiel ist der Debug sinnlos. Störend. Ja klar, vielleicht brauchst du den normalen Spieler einen Debug. Deshalb wird das ja alles über den Funk Debug Print ausgegeben. Debug Print hat nämlich schon A den einen Vorteil, dass es A an allen Spielern ausgegeben wird. Ja. Und er fragt halt oben ab, ob Debug an ist. Und das sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus, wenn du das anschaust, so mit den zwei. Der eine ist halt länger, der andere ist kürzer. Meinst du, muss ich mal gucken? Sitzen halt alle da und warten. Vor allem der blaue Zipfel da vorne geklaut. Ja. Und die Low Standbox, power. Die wurde noch umgesetzt. Low und Power. Ja, Stimme gemeldet. Lesertürme haben wahrscheinlich geballert, deswegen. Wir haben da Schwankungen ja, drin. Akkumulatoren wollte man ja auch mal herstellen. Wo waren die drin? Letztendlich, Moment mal. Batteriehammer. Batterie geht dann in elektrische Akkumulatoren. Das haben wir eh eingereiht. Sehr gut. Kommt danach mit Beton. So, wie kriegen wir jetzt das andere Zeugs ran? Und hier. Ja, warte, unten, das hole ich mal hoch. Ich habe dafür schon die langen Untergrundförderbänder gebaut. Wo willst du denn hin haben? Na, hier unten irgendwie. Auf das Verband da sozusagen, so. Ja. Den Rest tue ich dann irgendwie Fädel machen, wie ich lustig bin. Ja. Das war der grobe Plan. So sagst du das. Okay, da unten. Da nach unten ist doch weiter als wie gedacht. Keine Ahnung, ich wohne da nicht. Ja, auch keine schlechte. Das ist nur mit unserer ganzen. Achso. Unser ganze Dein ist eh hier oben schon am Ende. Die Batterien sind da unten im Kugel. Das ist. Brauchen wir von da runter. Dann könnten wir Plastik auch mal hoch tun. Ja, okay. Kannst ja alles auf einem. Ja, dann können wir das da oben aussortieren. Ja, eh irgendwie davor, weil. Keine Ahnung. Ja, da. Das direkt unten reinschmeißt, was von Seiten alles nicht passt. Ja, gut schon. Ja, wir können das ja wohl aussortieren. Wir haben ja extra. Wir haben ja schon Bildsorter. Eben. Mit denen können wir es aussortieren, schön. So, dann brauche ich. Oh, scheiß Eisen und Eisen. Währenddessen mal um unsere. Das. Oh. Haben wir hier unten irgendwo Eisen? Hier. Gut. So, was wollte ich. Hallo, ich wollte da ein Dings haben. Einfaches. So. Dann Förderband. Gut, gut. Ja, Gesundheit. Achso, das Headset hat mal wieder nicht gemutet. Das habe ich mir schon gedacht. Ja. Und so, dann müsste es passen. Jetzt nochmal einen Strom geben.
Eins drumme. Batterien und Dings. So, jetzt müssen wir natürlich nur gucken, ob die Förderbänder noch irgendwo angeschlossen kriege.